Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, okay, ich sehe gerade ziemlich komisch aus. Ich muss zugeben, ich habe mir gerade irgendwelche Sachen angezogen, die jetzt nicht unbedingt Champi-tauglich sind. Denn ich werde mir mit euch ein Pferd auswürfeln und die ganze Kleidung. Ich habe einige Kommentare bekommen. Ich habe einen Post gemacht und habe gefragt, ja, was wünscht ihr euch so? Und viele haben das mit dem Würfeln gesagt und ich fand die Idee eigentlich ganz cool. Wenn ich jetzt die 1 würfel, muss ich nochmal würfeln zwischen 1, 2 und 3. Und wenn ich dann auf 1, 2 und 3 oder 4, 5 und 6 komme, dann nehme ich halt das jeweilige Pferd. Und so geht es halt auch beim Kleiderschrank weiter. Ich habe auf meinem Handy eine App runtergeladen und ihr müsst mir dabei jetzt einfach vertrauen. Wir fangen einfach mal mit dem Pferd an. Ich denke, das ist auch das Wichtigste. Okay, hier ist mehr Auswahl, deswegen nehme ich die linke Seite. Bisschen schade, weil hier meine Lieblings-Champi-Pferde sind, aber egal. Fange ich an zu würfeln. Als erstes kommt eine 3, das bedeutet, wir bleiben auf der ersten Seite. Ich mache das jetzt so 1 und 2, dann kommt 3, ist wieder 1. Und dann mal gucken, welche Reihe. Die erste. Es sieht nicht schlecht aus. Also wir haben schon mal ein ausgeleveltes Pferd. Und es ist die 5, das heißt Ass Caramelo wird das sein. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das so meine. Denn ich gehe so 1, 2, 3, 4, 5. Also hier steht schon mal unser Pferd, das wir für das Championat benutzen werden. Dann gehen wir erstmal hier einmal rein. Ja, hier habe ich 4 Stück. Das heißt, ich würfel einmal und ich hoffe, es ist das Crufty Make-up. Ich habe mir 2 gewürfelt. Ah, okay. Ist jetzt nicht mein Lieblings-Make-up, aber ich fände es besser als das hier und das hier. Also eindeutig. Also ich habe noch relativ Glück gehabt. So, hier habe ich auch 4 Frisuren. Ich habe... Oh, ich darf meine Frisur behalten. Ich habe wieder eine 2 gewürfelt. Ich habe in meinem Kleiderschrank, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Hosen sind hier, dann kommen die Schuhe, Oberteile und so weiter. Also ist es relativ übersichtlich. Ich muss mir jetzt aber den zweiten Würfel dazu nehmen. Da es ja mehr als 6 sind, sind 8 Stück. 8 Stück. Ich dachte schon, ja. Okay, wir gehen einmal von oben nach unten und dann gehen wir von links nach rechts. Okay. Und da brauche ich nur einen Würfel. Moment. Da nehme ich die... Oh! Nein! Okay. So, wir haben unsere Hose. Oh mein. Es wird die dritte... Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich habe... Einmal Glück, aber was wird das? Also, wir haben die 10. Das heißt, wir gehen einmal von links nach rechts und dann wieder von links. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay. Okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Glück, aber gut. Die 3. Okay. Das ist nicht schlecht, jedoch könnte die Farbe sehr schlimm werden. Jetzt habe ich eine 7 gewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das ist ein Desaster. Da ich ja jetzt schon ein Oberteil habe und alles ist gar nicht Champi geeignet, ne? Ach du Scheiße. Okay, wir werden uns jetzt zwischen... oder irgendwie was fürs Gesicht. Mal schauen. Wir haben eine 1 gewürfelt. Okay, finde ich besser als eine Maske.
Und dann eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin auf jeden Fall sehr stylisch unterwegs. Da kann man nichts zu sagen. Ich bin sehr stylisch. Also irgendwas von den dicken Handschuhen. Oh Gott. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du meine Güte. Also ich will nichts sagen, aber wenn ich auf einem Championat mit diesem Outfit hingehe, werden die mich wirklich für richtig bescheuert halten. Ich habe bis jetzt nicht wirklich viel Glück. Eine 6. Es hätte doch wenigstens was Championats geeignet, das sein können. Okay, das ist schon mal unser Outfit für den Menschen. Oh, ich freue mich ja so sehr. Ich habe hier allerdings mehrere Reihen. Also würde ich das jetzt so machen, gehe ich von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die Reihen. Und dann kann ich halt wieder variieren. Und ich habe eine 8 gewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es passt zu den Handschuhen. So ziemlich. Okay. Die Reihe finde ich, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Eine 3, 1, 2, 3. Ach du Scheiße. Was? Und daneben? Okay. Doch, die Reihe ist nicht so gut. Oh Gott. Okay. Oh, das wäre ja natürlich auch ein Highlight gewesen. Und das gleiche wieder bei den Decken. Ich habe eine 11 gewürfelt, das heißt, wir sind in dieser Reihe hier. Okay, okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es harmoniert nicht ganz. Aber es sieht jetzt, ja gut, es sieht nicht so gut aus. Oh, mein Leben, ey. Und eine 12. Das heißt, wir sind hier. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber das Outfit wird dadurch trotzdem nicht wirklich besser. Ich habe eine 1 gewürfelt. Bitte keine pinke. Bitte, bitte keine pinke. Okay, ich habe eine 7 gewürfelt. Das ist auch nicht viel besser. Okay, gut. Egal. Ich wünsche mir einfach nur nicht diese zu bekommen. Der Rest und diese. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay, diese sind jetzt auch nicht. Es wird nichts gerettet durch Gamaschen, aber es hätte ja sein können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat 6 Reihen, okay. Wir sind in der 5. Oh, okay, die ist recht schlecht. Das ist schon mal ziemlich positiv. Und ich habe eine 6 gewürfelt. Oh nein. Ich habe schon so gedacht, ja, vielleicht kriege ich ja weiße oder blaue oder dieses schöne Weinrot. Aber nein, ich bekomme grüne. Das ist, ja. Ich habe ja auch noch 2 Hufeisen, das heißt, ich kann eine von den beiden bekommen. Und es ist, oh, ich kriege die zum Glück. Oh mein Gott, ich habe eine 4 gewürfelt, das heißt 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Ich habe eine gute Sache. Hier habe ich jetzt auch wieder Satteltaschen. Vielleicht harmoniert das ja und vielleicht... Oh, die wäre ja cool, ne? Ich habe hier sogar noch einen Hasen bei dem Pferd. Das können wir ja mal rausnehmen und dann gleich zu den Pets dazu packen. Wir haben hier 4 Reihen. Das heißt, wir würfeln noch einmal. Wir sind in der 2. Reihe, also ziemlich schlicht. Bitte nicht grün, bitte nicht grün. Okay, wir haben das hier bekommen.
Sieht aber auch nicht wirklich viel besser aus. Okay, wäre vielleicht grün doch vielleicht ein bisschen besser gewesen, weil die Hose und die Gamaschen dazu gepasst hätten. Hier habe ich meine Tiere. Das macht eigentlich so keinen Sinn, ne? Oder? Doch, doch. Wir haben hier 5 Reihen. Wir sind in der ersten. Ach, okay. Und wir haben eine 6. Natürlich haben wir eine 6 gewürfelt. Ich habe mir eben so gedacht, ach scheiße, was ist das denn? Ich glaube, das will ich nicht haben. Items brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Obwohl, vielleicht rundet das ja noch so ein bisschen ab. Wir haben hier nämlich noch ein weißes Rentierpuder. Yay. Ein Zombiepuder. Und ein Skelettpuder. Und wenn ich Glück habe, kriege ich nur diese Flammen. Also, wir haben 1 bis 4. Und ich möchte bitte kein... Oh mein Gott, ich habe die Flammen bekommen. Ich habe die 5 gewürfelt. Also werden wir mit dem Blazing, also mit dem Flammenpuder antreten. Oh Mann, ey. Gucken wir mal auf die Werte. So, zur Abschreckung jetzt an alle. Normalerweise habe ich 28. Die Hufeisen ziehen ist ein bisschen hoch, aber sonst ist nichts Championats geeignet. Ich habe wirklich richtig Pech gehabt. Vielleicht werde ich das noch einmal machen, falls es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. Ich werde auch bald ein Championats-Video mit dem Outfit hier aufnehmen. Und dann werde ich mal schauen, wie sehr ich mich schlagen werde. Guck mal, Reiten, Pflege bringen und Befehl, es ist alles auf 21. Und normalerweise habe ich hier mindestens 45, wenn ich meine Championatskleidung drauf habe. Oh nein, ey, oh Gott, das Outfit ist auch noch so hässlich. So wirklich unfassbar hässlich. Wir haben hier gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiß, so ein Orange, so ein Peach, Korall, ein Pink, ein Grau, was auch immer. Ganz viele Farben, die unfassbar, unbeschreiblich, gar kein bisschen zusammenpassen. Ich lasse mal das Championat auf mich zukommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und stimmt einfach oben rechts ab oder schreibt das in die Kommentare, falls ihr weitere Würfel-Challenges sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.